Hallihallo, ihr fragt mich ganz oft, was meine Tipps sind für dünnes und feines Haar, wie man Volumen reinkriegt, und ich zeige euch jetzt meine Tipps, wie ich meine Haare voluminös mache. Und zwar fangen wir direkt an. Ich achte immer schon, wenn ich meine Haare gewaschen habe, dass ich sie dann schon mit Volumen föhne, und zwar benutze ich dazu eine Rundbürste. Das lohnt sich wirklich, investiert in eine gute Rundbürste, und das sind Naturbürsten, bürstet sie gut ein, damit sie auch gut durch eure Haare durchläuft. Also ist ganz normal, dass sie am Anfang nicht so gut läuft, und wenn ihr sie aber eingebürstet habt, ist das euer Freund und Helfer. Und zwar achte ich immer darauf, dass ich hier an der Seite, dass ich hier Volumen habe, hier und hier, ist mir ganz wichtig, und natürlich am Hinterkopf. Und ich nehme dann immer meine Haare so mit dem Finger hoch, lege die Bürste drunter und föhne dann so. Und das könnt ihr auch machen, wenn eure Haare schon trocken sind und wenn ihr jetzt morgens aufwacht und denkt, Haare waschen brauche ich nicht, aber ich brauche da Volumen, dann ist mein erster Tipp immer Volumen reinföhnen mit der Rundbürste und dem Föhn. Ich föhne es immer ziemlich warm, damit es auch das Haar in die Form kommt. Und zwar nehme ich dazu mein Fat Me von Design Me Hair. Das ist mit Hitzeschutz, mit 18 Benefits. Ich kann sie euch unten nochmal auflisten. Sprühe ich einfach so ein bisschen drauf, einfach damit die Haare wieder ein bisschen feucht werden und besser in Form kommen. So. Und dann mache ich so, wie ich es euch gerade gezeigt habe, und zwar mache ich das jetzt lautlos, weil sonst nervt euch das bestimmt. Ich nehme die so auf. Und das seht ihr schon. Also man kann da echt nochmal Volumen ins Haar zaubern. Kann auch einfach wieder so runterstreichen, wenn es einem zu viel ist. Aber das finde ich super als Alternative zu Trockenshampoos, weil die ja auch die Haare und die Kopfhaut meiner Meinung nach austrocknen. Also bei mir ist das auf jeden Fall so. Deswegen gucke ich, dass ich das nicht ganz so oft benutzen muss, und föhne dann lieber die Haare nochmal in Form. Und die andere Seite auch noch. So, das ist eigentlich mein Lieblingstipp für kurze Haare. Wenn ihr Volumen wollt, benutzt eine Rundbürste, eine gute Rundbürste und einen Föhn. So, dann kommen wir schon zu Nummer 2, Volumen mit dem Glätteisen. Ich mache das mal gerade wieder platt. Und zwar könnt ihr auch mit einem Glätteisen Volumen reinbringen, indem ihr da, wo ihr Volumen haben wollt, die Haare hochnimmt. Und dann geht ihr rein und direkt am Ansatz dreht ihr dann das Glätteisen schon halb. Oder eine Viertelumdrehung, und dann seht ihr, wie man da jetzt hier schon so eine Welle reinmacht, damit man da Volumen bekommt. Das klappt auch ziemlich gut, und damit arbeite ich auch sehr gerne. Seht ihr das? Direkt entsteht da Volumen. So, auf der anderen Seite auch. Direkt eine halbe Drehung. So. Und damit kann man auch sehr, sehr gut arbeiten, auch im Hinterkopf, wenn man es dann einfach so sich in Form dreht. So, das war meine Nummer 2. Und meine Nummer 3, die kennt ihr alle, ist das Trockenshampoo. Und zwar, als Mama hat man ja manchmal auch nicht so viel Zeit und kann jetzt keine Hitze benutzen, und dann nehme ich am allerliebsten Trockenshampoo. Und zwar, ich sprühe mal. Seht ihr das? Das ist eins, das farblos ist. Und es ist ein ganz, ganz sanftes, dünnes Spray. Das ist das Quick Me Dry Shampoo von Design Me Hair für blonde und pastellfarbene. Und das könnt ihr auch, wisst ihr bestimmt, aber ich sage es trotzdem, einfach auf den Ansatz da aufsprühen, wo ihr Volumen haben möchtet. Und dann einfach so ein bisschen reinreiben. Und auch das, das
gibt nicht nur Volumen, sondern auch ein bisschen Halt. Das ist natürlich auch perfekt. Also wenn man dann doch was benutzen muss, dann kann man das benutzen. Da hat man Haarspray und Trockenshampoo in einem. Ich demonstriere euch jetzt, wie gut das ist. Und zwar seht ihr, da kann man echt so richtig, richtig Volumen in die Haare reinkriegen. So, und dieses Quick Me von Design Me Hair ist, wie ich gezeigt habe, farblos. Und das hinterlässt auch keinen Film auf den Haaren oder so. Und ich finde, es trocknet auch nicht so arg aus. Das gibt es auch. Ich verlinke euch mal ein paar unten, die ich gut finde. Ich habe hier noch eins von Monat und es ist auch farblos. Riecht ein bisschen anders, aber funktioniert genauso gut. Und wie gesagt, ich verlinke euch noch mehrere unten, die ihr auch so im Laden kaufen könnt, in der Drogerie. Und dann gibt es noch ein Trockenshampoo und das habe ich euch auch schon ganz oft gezeigt. Das ist das Puff Me von Design Me Hair. Das ist so ein Puder. Und ich sprühe auch mal raus. Seht ihr das? Das sind so pudrige kleine Partikel, die da rauskommen. Das ist kein Spray, sondern nur so ein Pumpspray. Und das ist das Stärkste, was ich kenne. Also es gibt jetzt genau dieses noch. Hier fliegen lauter weiße Teile rum. Es gibt genau dieses noch in Pink. Das ist dann noch ein bisschen extremer. Das ist jetzt sogar die Light-Version, aber die reicht bei mir schon vollkommen aus. Und wenn ihr das drauf sprüht, seht ihr das? Da könnt ihr alles hochstellen. Also ich mache jetzt gerade mal, einfach nur, damit ihr das seht. Was man damit so alles anrichten kann. Klar, ich habe jetzt auch schon das andere ja schon in den Haaren drin, aber das würde auch ohne, nur mit diesen hier gehen. Und wenn ihr ganz, ganz, ganz feines Haar habt, dann nehmt ruhig das Pinke davon. Das ist echt mega gut. So, und ihr seht, man kann praktisch die Haare komplett aufstellen damit. So, das waren meine Lieblings-Trockenshampoo-Sprays. Ich tendiere eher zu dem hier, einfach weil es nicht ganz so stark ist und weil es die Haare nicht ganz so, oder die Kopfhaut nicht ganz so trocken macht. Aber ich liebe das natürlich auch für tolle Styles, für Frisuren, die ein bisschen mehr Halt brauchen. Genau. Und wie gesagt, ich verlinke euch die ganzen Sachen unten. Da gibt es teilweise auch Rabattcodes, womit ihr ein bisschen Geld sparen könnt. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben. Und dann freue ich mich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Tschüssi!